Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Holen wir deine Frau da raus. Ich liebe dich, Henry. Schön auf Sendung. Pass auf! Ha! Fabelhaft. Wie er mit dem MG einfach durch den Transporter fährt, das war der neue Trailer zu Hardcore, den uns Cape Light Pictures voraussichtlich ab dem 14. April 2016 in die deutschen Kinos bringt. Ich habe den ersten Trailer vor einigen Wochen extrem gefeiert und hier auch den zweiten mag ich, auch wenn ich ihn ein bisschen schwächer finde, hat ein paar Doppelungen mit dem ersten Trailer. Die coole Musik von Queen, die wir beim ersten Trailer hatten, fällt hier weg und mehr Einblendungen sind zu sehen. Aber das ist alles nicht schlimm, weil diese Grund-Ego-Perspektive-Idee ist natürlich gewagt und sonderbar im Kino, aber das Ganze mit dem Action Science-Fiction-Genre zusammenzubringen, passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Und ich wette einfach, das wird so ein Film, wo einige sagen, oh mein Gott, ist der geil, und andere sagen überhaupt nichts für mich, weil da muss man erstmal mit warm werden, mit dieser Art experimentellen Kameraeinstellung, die wir hier in Hardcore haben, über 90 Minuten, sich das anzuschauen. Und das ist auf jeden Fall heftig und wird blutig und ist die Geschichte von Henry, daher im Original auch der Titel Hardcore Henry, der im Grunde einen Unfall bzw. fast dahin gerafft ist, aber er ist wieder unter den Lebenden und hat besondere Körperteile, die mechanisch sind. Damit ist er eine Kampfmaschine und das Problem ist, seine Frau, die hat man ihm weggeschnappt und damit ist klar, die will er unbedingt zurückhaben und da ist ein Söldneranführer namens Arkan, genau der, der hunderte oder tausende Leute auf Henry loslässt und gleichzeitig hat er noch einen sehr schrägen Typen an seiner Seite, der ihm hilft, mit Waffen bestückt und das heißt, das Ganze wird eine enorme Hatz und Jagd und allein diese Sequenz am Anfang, wie er hier aus dem Krankenhaus entkommt und sich abseilt bzw. runterspringt, sieht einfach saucool aus und ich bin Fan davon. Ich mag es, wenn Filme neue Wege gehen, wenn sie experimentell sind und der hier könnte abgedreht, aber auf jeden Fall gewalttätig und heftig werden, also absolutes Genre-Kino und eben so experimentell, dass ich sage, das will ich mir unbedingt ansehen, auch wenn ich hier eher glaube, dass die Zielgruppe tendenziell männlich und auch eher jünger ist, aber was soll's, ich freue mich drauf und der zweite Trailer, wie gesagt, ein bisschen kürzer als der erste, finde ich nicht ganz so gut aufgrund der musikalischen Untermalung, aber wäre der zum Beispiel der erste gewesen, hätte ich den immer noch hart gefeiert, deswegen freue ich mich auf den 14. April und Hardcore. Was sagt ihr denn zu dem neuen Trailer? Schreibt es gerne in die Kommentare und ansonsten bleibt mir bloß noch zu sagen, ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.